Hallo, willkommen bei Mamani, Pflanzen kann jeder. Aktuell, ja, beherrscht nur ein Thema die Medien und das nicht ohne Grund. Denn ja, das, was gerade in der Ukraine passiert, ist auch in meinen Augen eine, ja, unvorstellbare Sache, mit der ich in dieser Form nicht gerechnet habe. Darunter leiden vor allem die Menschen in der Ukraine und auch wir werden diese Auseinandersetzung, ja, je länger sie dauert, natürlich auf die eine oder andere Weise, ja, aber natürlich nicht so schlimm, ne, wie die Ukrainer es zu spüren bekommen. Ich sage nur Energiekosten, Abschwächung der Wirtschaft und so weiter. Aktuell, ja, weiß der Markt noch nicht wirklich, wie er mit der Situation umgehen soll. Ja, vor Tagen und Wochen hatten wir schon einen Markt, der ja sehr volatil war und durch mangelnde Liquidität kamen oftmals große Kursschwankungen zustande. Jetzt kommen so einige, ja, unüberschaubare Situationen hinzu und so trifft ein verstärktes Verkaufsinteresse auf einen, ja, Käuferstreik. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Kurse nach unten rauschen. Denn es müssen ja zum Teil ordentliche Abschläge hingenommen werden, damit Verkäufer überhaupt ihre Käufer finden. Ich wurde gebeten, ein Video zur aktuellen Ukraine-Krise zu machen und ich soll mal zeigen, ja, wie ich mich aktuell verhalte und aufstelle. Das mache ich natürlich gerne, denn ich, ja, kann mir gut vorstellen, dass die aktuelle Situation für viele, ja, nicht einfach und zum Teil auch neu ist. Wie sehe ich die aktuelle Situation? Was macht mein Depot? Wie verhalte ich mich jetzt? Und ja, bin ich jetzt auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite? Das alles werden wir jetzt in dem Video klären. Dann fangen wir mal an. Es kommt wirklich so, wie die US-Propaganda es vermutet hat. Auch ich habe das, ja, für eher unwahrscheinlich gehalten, denn auch Russland geht jetzt ein immenses Risiko ein, ja, in die Ukraine einzumarschieren. Zum einen, da Russland gegen ein über 250, ja, 1000 Mann starkes Heer vorgehen muss. Hinzu kommen dann noch, ja, gut 900.000 Reservisten. Das ist auch kein Selbstläufer. Und so wie ich das mitbekommen habe, sind die Ukrainer sehr motiviert, gegen die Russen zu kämpfen. Das bedeutet natürlich auch, dass Russland ebenfalls mit hohen Verlusten rechnen muss. Ne, vor allem, wenn es, ja, in die Städte einmarschiert. Das wird Putin seinem Volk auch erklären müssen. Gut, er hat es propagandistisch, ja, schon darauf vorbereitet, aber ja, auf Dauer wird auch er ein Problem bekommen, wenn die Verluste bei den russischen Soldaten hoch werden. Das kennt man ja noch aus dem Afghanistan-Krieg, ja, wo sich Russland dann auch zurückziehen musste. Putin hat es trotzdem jetzt in der Ukraine gemacht und ist dort einmarschiert. Aber die Frage ist jetzt natürlich, will er eine schnelle Entscheidung und begnügt, ja, er sich jetzt dann, ja, mit gewissen territorialen Gewinnen oder, ja, legt er es, ja, auf einen langwierigen Krieg an? Aktuell will Putin, so wie ich das gehört habe, die Ukraine, ja, demilitarisieren und das Regime in der Ukraine austauschen. Es wird auch nicht einfach sein, so ein großes Land dauerhaft zu besetzen. Also noch ist, ja, nicht klar, wohin und wie weit der Krieg geht. Aktuell hofft man, dass Putin, ja, wie damals 2008 in Georgien, nur die Separatistenregion unter Kontrolle bekommen möchte. Die Hoffnung ist noch vorhanden, ja, dass er nicht die ganze Ukraine erobern möchte. Das Problem ist halt nur, ja, dass man aktuell nicht weiß, ja, was Putin wirklich vorhat. Ich weiß es natürlich auch nicht und daher hänge ich, ja, genauso in der Luft wie alle anderen auch. Hinzu kommt dann noch das Thema Sanktionen, ne, die bis jetzt noch nicht wirklich abschreckend waren. Ja, das könnte sich aber auch noch dramatisch ändern, wenn es, ja, weiter eskaliert und Russland, ja, keine Bereitschaft zur Beilegung des Konflikts zeigt. Hinzu kommt natürlich die Glaubwürdigkeit von Putin, ja, die überhaupt, ja, nicht mehr vorhanden ist. Alles, was er vor Tagen noch gesagt hat, stellt sich als Lüge heraus. Und jetzt nach der, ja, nuklearen Bedrohung, ja, die er mal eben so rausgepfeffert hat, ja, falls sich einer einmischt, zeigt eigentlich auch ganz deutlich, ja, dass man es hier eigentlich mit einem Wahnsinnigen zu tun hat. Ja, sorry, aber so sehe ich das, ne? Atomwaffen setzt man nicht als Drohkulisse ein. Daher wird es jetzt absolut interessant, wie die, ja, weiteren Sanktionen aussehen. Weil irgendeine Antwort wird der Westen und auch Amerika, ja, zählt ja auch dazu, auf jeden Fall jetzt machen. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, ne? Wie sind die Gegenreaktionen? Ne? Wie schaukelt sich das auf? Also hier spielt natürlich auch China da noch eine Rolle, ne? Denn die sind ja die einzigen, die das aktuelle Vorgehen nicht missbilligen und eher auf Taiwan hinweisen, als, ja, den Einmarsch zu verurteilen. Also wir haben es hier mit einer nicht berechenbaren Situation zu tun, ja, die sich noch, ja, absolut ausweiten könnte. Was jetzt noch alles kommt, kann aktuell keiner sagen. Ne? Das sind alles aktuelle Verunsicherungen, die ein Markt nicht mag und das, ja, drückt sich dann, ja, in den großen Kursrücksetzern aus, beziehungsweise nieder.
Man kann aktuell auch nicht sagen, ja, wie die ja, weitreichenden Folgen für uns aussehen. Wie werden die Preise vor allem bei der Energie und den Rohstoffen sich entwickeln? Kommt es zu einer Verschärfung der ohnehin angespannten Inflationsrate? Wird die Wirtschaft durch eventuell weiter steigenden Kosten weiter belastet? Werden die Lieferketten weiter nicht funktionieren und bekommen wir sogar eine Rezession? Alles Fragen, die offen sind und alle Szenarien, die kommen können. Gut, schließen wir das politische und wirtschaftliche Thema jetzt mal ab und kommen zu meinem Depot, ja, und was ich jetzt mache. Also mein Depot konnte sich natürlich nicht den fallenden Märkten entziehen. Den Vorteil, den ich habe, ja, ist die breite Aufstellung. Denn durch meine große Branchenstreuung habe ich Aktien im Depot, die massiv leiden. Welche, die eher moderat runtergehen, aber auch Aktien, die aktuell profitieren. Selbstverständlich sind das nicht die meisten Aktien, aber sie gleichen ein wenig die Verluste aus. Momentan bin ich mit meinem Depot ins Minus gelaufen. Um genauer zu sein, zum Zeitpunkt der Vorbereitung zu dem Video hier um 900 bis 1000 Euro. Das ist noch sehr überschaubar und daher kann ich mit dem Abschlag sehr zufrieden sein. Gut, ich habe das Depot auch so breit in den Branchen angelegt, damit ich in solchen Marktphasen nicht ganz so leide. Und ja, jetzt sieht man auch, dass diese Vorgehensweise nicht ganz verkehrt war. Dass mein Depot noch nicht groß gelitten hat, ist das eine. Aber jetzt kommt es zur wichtigeren Frage. Wie verhalte ich mich jetzt weiter? Also um das erst einmal klarzustellen. Ich werde nicht auf den fetten Verkaufsknopf drücken, um weitere Verluste zu vermeiden. Wir sind auf einem Niveau jetzt angekommen, wo es sicherlich noch runtergehen kann. Eventuell, wenn es weiter eskaliert, noch viel weiter runtergehen kann. Wir sind aber auch an einem Punkt, wo schon vieles eingepreist ist. Die Vergangenheit hat oftmals schon gezeigt, dass die Abschläge vor allem kamen, wenn Unsicherheiten herrscht. Es gab auch schon militärische Krisen, wo dann nach dem Kriegsbeginn das Schlimmste eigentlich vorbei war. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Tiefpunkte gesehen haben. Ich muss nur halt auch damit rechnen, dass wir so weit runtergelaufen sind, dass der Weg nach oben jetzt viel weiter ist wie der Weg nach unten. Auch das ist aktuell möglich. Natürlich sollten wir noch eine Sache klarstellen. Ich gehe jetzt persönlich davon aus, dass es auch eine Zeit nach der Ukraine geben wird. Der Weg bis zum Ende der Krise kann kurz, aber auch noch sehr lang sein. Keiner weiß das zum aktuellen Zeitpunkt. In meinen Augen, und das ist ja maßgeblich für meine Entscheidung, wird aber irgendwann ein Ende der Krise kommen. Und dann wird sich alles wieder beruhigen. Die Welt wird sich hoffentlich weiterdrehen, außer Putin schmeißt seine Atombomben. Aber dann sind Aktienmärkte und fallende Kurse auch egal. Was ich damit sagen will, das Thema und die Krise wird irgendwann auch mal abklingen. Genauso wie bei allen anderen Krisen und Kriegen vorher. Und dann wird die Normalität auch wieder zurückkehren. Schaut euch einfach mal an die Zeiträume, wann die letzten Krisen waren und die letzten Kriege. Geht mal hin zu dem Chart und guckt euch an, was da passiert ist. Ihr seht Dellen, ihr seht auch längere Dellen, die sich auch langziehen. Aber es ist immer ein anschließender, positiver Verlauf wieder zu sehen. Die Frage ist natürlich, wie weit sind die Märkte jetzt zurückgelaufen? Und wie weit können sie noch zurücklaufen? Ist jetzt bei 13.800 Punkten Schluss oder kann es noch weitergehen bis 12.000, 10.000 oder 8.000 Punkten im DAX? Ich weiß es nicht. Das wird jetzt die Zeit zeigen. Rechnen muss man natürlich mit allem. Auch damit, dass der Markt jetzt durch irgendwelche positiven Meldungen, die kommen sollten, wie zum Beispiel ein Stopp der Offensive, dann auch ganz schnell wieder nach oben drehen. Keiner kann zum aktuellen Zeitpunkt sagen oder behaupten, er weiß, wohin jetzt die Reise geht und oder dass es auf jeden Fall noch weiter runter geht bis 8.000 Punkte. Wer das erzählt, der erzählt Quatsch. Keiner kann aktuell sagen, wohin die Reise gehen wird. Ich werde mich nicht hier hinstellen und sagen, wie weit es runtergehen kann. Ich kann nur sagen, dass ich mit jeder Situation rechne und damit grundlegend auch klarkomme. Warum? Na ganz einfach. Wie ich das schon in vielen Videos gesagt habe. Ich handle ganz nach dem Motto, ich hoffe auf das Beste und rechne mit dem Schlimmsten. Und so bin ich seit dem Depotstart letzten Sommer bei Indexhöchstständen auch vorgegangen. Ich habe ab dem ersten Tag damit gerechnet, dass die Kurse auch mal durch eine Krise runtergehen können. Ich habe mich breit aufgestellt, habe nur klein in den einzelnen Werten investiert. Und ich weiß, dass so einige ein Schmunzeln auf den Lippen hatten, als sie meine gesplitteten Einstiege von 300 oder 400 Euro im Depot gesehen haben. Jetzt zeigt es sich aber, dass diese Vorgehensweise richtig war. Manche von diesen, gesplitteten Einständen konnte ich bis auf 600 oder 800 Euro aufbauen und andere sind noch in dieser Größenordnung.
Ich habe keine Aktie im Depot, die als Einzelwert mich ins Schwitzen bringen oder belasten. Das liegt natürlich zum einen an den kleinen Positionsgrößen und zum anderen aber auch daran, dass ich zu 90-95% Unternehmen ausgesucht habe, die zum damaligen Kaufzeitpunkt zumindest aus fundamentaler Sicht nicht zu teuer waren. Sie waren nicht unbedingt billig, wie auch bei Indexhöchstständen, aber sie waren nur so teuer, dass man den damaligen Kurs auch rechtfertigen konnte. Daher bin ich bei fast allen Positionen der Meinung, dass in Monaten oder Jahren der Wert der Aktie bei einer Beruhigung der Märkte höher steht wie jetzt. Alle Unternehmen schreiben Gewinne, alle Unternehmen haben ihre Schulden im Griff und alle Unternehmen haben ein Geschäft, was auch nach der Krise noch funktionieren wird. Aus diesem Grund verkaufe ich jetzt die Position auch nicht, denn wie ich es schon oft erwähnt habe, bin ich ein aktiver Langfristanleger, der vor allem Aktien kauft, um sie über 5 oder 10 Jahre zu halten. Sind wir dann 10 Jahre weiter und die Frage sollte man sich natürlich immer stellen, wird dann eine Aktie wie zum Beispiel eine RWE, AT&T, Meta oder Volkswagen höher stehen wie jetzt oder niedriger? In meinen Augen höher. Und wenn ich mir den Chart dann rückwirkend in 10 Jahre ansehe, werde ich die aktuelle Krise im Chart definitiv sehen. Hoffentlich nur als kleine oder große Delle im langjährigen Chart. Aber ich gehe davon aus, dass alle Werte in 5 bis 10 Jahren bei weitem höher stehen wie jetzt. Und wenn ich jetzt verkaufen würde, wäre ich raus. So bleibe ich drin, setze das jetzt im Endeffekt aus, weil das Geld brauche ich nicht in der nächsten Zeit. Und das habe ich ja auch oft schon erwähnt. Legt nur Geld an, was ihr für die nächste Zeit nicht benötigt. Und dementsprechend kann man dann solche Phasen auch bei guten Werten, wo man weiß, dass die auch in Jahren noch existieren, ein bestehendes Geschäftsmodell haben und auch noch weiter wachsen können, auch wenn jetzt mal eine Delle kommt, dann bleibt man in den Werten drin, weil man weiß, dass die in Jahren besser dastehen wie jetzt. Also aus diesem Grund werde ich mich jetzt nicht von meinen Positionen trennen. Denn mich interessiert der Kurs in Jahren und nicht jetzt in der Krisenzeit. Kommen wir zu der Frage, was habe ich in dieser Woche in meinem Depot getan? Also ich habe mich direkt am Montag auf die aktuelle Situation eingestellt. Ich habe zum einen meine Liquidität erhöht, indem ich weiter Geld überwiesen habe, um genau zu sein 3.000 Euro. Also ich habe den Gesamtwert um weitere 7,5% erhöht. Daneben habe ich einen Teilverkauf getätigt und 2 Aktien von der Resterampe verkauft, die so gut gelaufen sind, dass ich jetzt erst einmal nicht weiter reinkomme. Und bei der drohenden Krise wären sie auch nicht weiter nach oben gelaufen. Natürlich waren die daraus resultierenden Gewinne durch meine Optimierung steuerfrei und so kann ich mit der kompletten Summe jetzt weiterarbeiten. Also insgesamt habe ich meinen Cashbestand am Anfang der Woche erweitert, um handlungsfähig zu bleiben, um mir alle Möglichkeiten offen zu lassen. Da ich jetzt mit Sicht auf viele Jahre interessante Kurse bei Aktien sehe, werde ich natürlich auch auf der Käuferseite aktiv. Allerdings noch nicht wirklich viel, denn bis jetzt habe ich nur einen einzigen kleinen Fuß in eine neue Aktie gesetzt. Die zeige ich dann morgen im Depot-Update-Video. Um schon einmal eine Sache klarzustellen. Ich agiere jetzt schon auf der Käuferseite. Zum einen, da ich noch genügend Mittel in der Hinterhand habe, um bei weiterfallenden Kursen weiter zuschlagen zu können. Ich habe ja oft genug auch darauf hingewiesen, dass Handlungsfähigkeit sehr wichtig ist. Zum anderen, habe ich aber auch kein Problem, mit weiteren Verlusten. Und ich weise hier noch einmal darauf hin. Es kann noch weiter, viel weiter runtergehen. Und es kann sich auch noch über Monate oder länger auf einem Niveau alles bewegen, was weit weg ist von dem, was wir vor ein paar Monaten mal gesehen haben. Sprich Indexhöchstände. Da ich aber nicht auf kurze Zeit anlege, ist mir das egal. Denn für mich zählt das Geld, was in Jahren aus meinen Investitionen entsteht. Jetzt kommen bestimmt viele an und sagen, wenn es doch noch weiter runtergehen kann, dann warte doch lieber, bis wir noch günstigere Kurse haben. Dann kann ich ja noch mehr Geld aus den Aktien rausholen. Ja, kann man machen, aber keiner kann sagen, wann der Markt wieder dreht. Ich sage nur Corona-Krise. Es stehen garantiert heute noch Leute an der Seitenlinie. Aktienmärkte verhalten sich oftmals nicht so, wie es offensichtlich erscheint. Aktienmärkte handeln die Zukunft und daher kann es bei einer leichten Beruhigung schon massiv nach oben gehen, obwohl eigentlich noch nichts besser geworden ist. Daher werde ich eines vor allem machen, langsam in kleinen Tranchen, in kleinen Häppchen, immer weiter bei tieferen Kursen in neue Aktien und bestehende Positionen reingehen. Ich habe mich auf solche Marktphasen vorbereitet.
und mehr Mittel in der Rückhand, um auch später bei tieferen Kursen noch weiter Geld zu investieren. Daher kann ich mit Blick auf Jahre solche Käufe jetzt tätigen, auch wenn diese in den nächsten Wochen oder Monaten ins Minus laufen. Es kann aber auch sein, ja, dass wir bald drehen und daher möchte ich kleinere Chancen jetzt schon ausnutzen. Selbstverständlich sollte man auch daran denken, dass nach Beendigung der Ukraine-Krise nicht die Welt wieder rosarot aussieht. Wir haben immer noch die Inflation, wir haben immer noch eine stockende Wirtschaft, steigende Zinsen und so weiter. Es heißt nicht, dass wir in Wochen oder Monaten nach der Ukraine-Krise die alten Hochs wieder erklimmen. Es kann noch weiter sehr stressig an der Börse zugehen. Alles ist möglich und daher sollte man sich auch nur so weit in die Märkte wagen, wie man finanziell dazu auch in der Lage ist. Wer das Geld eventuell in ein oder zwei Jahren benötigt, sollte das Geld lieber beiseite legen. Denn keiner kann sagen, wo die Kurse in dem kurzen Zeitraum stehen. Geld, was man auf kurze Sicht nicht braucht, kann natürlich eher investiert werden. Denn bei der Inflation gewinnt man auch nichts, wenn man es auf dem Konto packt und bei der davon galoppierenden Märkten zusieht, wie die Kaufkraft dann sinkt. Jeder muss hier für sich selber entscheiden, mit wie viel Geld er in den Markt reingehen kann und wie lange er es ohne dieses Geld aushält. Aber grundlegend ist immer klar, die Devise heißt, investiert in Aktien nur mit Geld, was ihr die nächste Zeit nicht benötigt. Aktienmärkte sind auch über längere Zeiträume mal volatil und es kann dauern, bis alte Hochs mal wieder erreicht werden. Deswegen, man muss auch abwarten können. Aktienmärkte sind Marathonläufe, keine Sprints. Sprints machen nur die Trader und die können sowieso alles handeln, nach oben, nach unten. Können aber auch bei dem erhöhten Risiko natürlich auch höhere Verluste einfahren. Jeder so, wie er mag. Ich sehe auf jeden Fall bei vielen Unternehmen auf Dauer höhere Kurse wie jetzt und daher investiere ich weiter. Vor allem jetzt, wo ich Preise sehe, die ich mir vor Wochen noch gewünscht habe. Laufen sie ins Minus, ist das zwar ärgerlich, aber nicht wirklich schlimm, denn wichtig ist der Kurs zum Zeitpunkt, wenn ich verkaufe und nicht jetzt, wo die Aktien im Depot liegen. Das ist halt das Problem bei Aktien. Man sieht immer, wie viel Geld die einzelnen Papiere jetzt wert sind. Bei anderen Sachen, wie der Preis eines Hauses, in dem man zum Beispiel lebt, sieht man es nicht. Und daran interessiert es auch nicht, wenn der Immobilienmarkt schwächelt und die Hauspreise um 10, 20 oder 30% sinken. Ja, und das tun sie auch immer wieder. Vor ein paar Jahren hatten wir einen ganz anderen Häusermarkt, wie jetzt im letzten Jahr gehabt. Da hat man die Häuser zu Spottpreisen im Vergleich zu heute bekommen. Ein paar Jahre später sieht es genau andersrum aus. Also auch hier haben wir wahnsinnig große Schwankungen über die Jahre gesehen. Aber da stört es keinen und da fällt es nicht auf. Weil alle nach dem Motto leben, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Häuser haben nun mal das oder haben halt nicht das Problem, dass man deren Wert sofort erkennt. Die haben kein Preisschild am Haus bzw. irgendwo an der Tür hängen. Der Preis, der wird erst ermittelt und dran geklebt, wenn man verkauft oder kaufen will. Und dann interessiert einen der Wert der Immobilie auch erst. Die Schwankungen bis dahin sind ja eigentlich relativ egal. Bei Aktien ist das halt anders. Nüchtern betrachtet ist der Preis auch erst von einer Aktie interessant, wenn man verkauft. Und da ist eigentlich egal, wo der Wert in der Zwischenzeit sich befindet. Allerdings sehen wir diese Preise immer zu, also zu jeder Zeit. Und das ist dann eine Belastung, wenn man sieht, dass der Kurs runtergeht und dass man aktuell weniger Depotwert besitzt. Da mich eigentlich nur der Kurs in Jahren interessiert, kann ich persönlich mit Schwankungen und Buchverlusten sehr gut umgehen und auch leben. Ich weiß aber auch, es gibt viele, die permanent auf den Depotwert schauen und dann kommen die Emotionen rein. Einen Tag leidet man wie ein Hund, wenn der Wert um 2% runtergeht. Und dann freut man sich wie ein kleines Kind, wenn das Depot mal um 2% in die Höhe schnellt. Es muss aber einem klar sein, das sind alles nur Momentaufnahmen. Solange nichts realisiert ist, hat man nichts gewonnen oder verloren. Erst nach dem Verkauf steht fest, wie eine Investition ausgegangen ist. Ich weiß, nicht jeder wird das so relaxed sehen wie ich, aber das hilft ja nichts, wenn man sich ständig Sorgen um den Kurs oder Depotstand macht. Das kostet alles nur Nerven. So, genug rumphilosophiert, kommen wir wieder zurück zum Thema. Was habe ich noch im Depot gemacht? Also den Cashbestand habe ich durch Einzahlungen und kleinere Verkäufe aufgebaut und einen kleinen Fuß in ein Unternehmen jetzt neu gesetzt. Daneben habe ich mich hauptsächlich auf das aktuelle Depot konzentriert und meine Linie weiter konsequent durchgezogen. Sind Aktien, die ich erweitern will, ins Minus gelaufen, habe ich optimiert und den Bestand erweitert. Bei Aktien, die ich nicht erweitern wollte, weil sie eventuell schon zu groß sind im Verhältnis zu den anderen,
oder weil sie aktuell in einer eher schwierigen Lage sich befinden, wie zum Beispiel jetzt hier China-Aktien, habe ich nur Optimierung vorgenommen. Also ich habe das gemacht, was ich die ganze Zeit schon mache. Nur jetzt kamen mir die Kurse ja entgegen und ich habe die Bestände weiter aufgebaut. Halt so, wie ich das die ganze Zeit eigentlich auch vorhatte. Ne, wäre ich damals schon mit dem vollen Betrag eingestiegen, hätte ich jetzt die großen Verluste. So habe ich jetzt die Möglichkeiten, das zu realisieren oder das umzusetzen, was ich grundlegend vorhabe. Nämlich meinen aktuellen Bestand im Depot auf eine Größe erweitern, mit der ich langfristig arbeiten kann. Jetzt habe ich erst einmal also kleine Rückschläge gehabt und bin insgesamt günstiger mit einem größeren Bestand weiter drin. Es ist vieles jetzt einfach nur in Zeitraffer auch geschehen, was in normalen Zeiten eventuell Wochen oder Monate gedauert hätte. Meine Vorgehensweise hat sich also für mich im Vergleich zu einem direkten dicken Einstieg jetzt erstmal bezahlt gemacht. Ich bin aktuell immer noch bei keinem Wert mit einer Positionsgröße drin, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und daher kann ich jetzt bei weiterer Schwäche alle Aktien immer weiter schön aufbauen. Und das bei immer günstigeren Kursen. Also eigentlich das, was ich mir eigentlich auch wünsche. Mir kommt die momentane Situation etwas gelegen. Allerdings versteht das jetzt nicht falsch. Ich gehe jetzt nicht stark in die Erweiterung der Bestände rein. Also das soll jetzt auch keiner glauben, nur weil jetzt die Kurse mal um 10% einbrechen, gehe ich da wie ein Bekloppter jetzt rein und sage, endlich kann ich meine volle Stärke aufbauen. Nee, ich rechne immer noch mit fallenden Kursen. Also ich mache das Erweitern der aktuellen Depotbestände weiterhin sehr, sehr vorsichtig und mit wenig Geld. Denn ich möchte mir auch noch Geld übrig lassen, um jetzt mein zweites Ziel auch anzupacken, nämlich die Branchenerweiterung. Und daher werde ich die günstigeren Kurse jetzt auch nutzen, um noch Lücken bei den Branchen zu schließen und noch fehlende Branchen mit Aktien zu bestücken. Das fällt mir bei den weiter sinkenden Kursen natürlich jetzt leichter wie bei Indexhöchstständen. Und da waren manche Kurse halt so hoch, wo ich sagte, uiuiui. Fundamental gesehen ist das ein Niveau, gefällt mir nicht wirklich. Jetzt kommen wir auf ein Maß zurück, wo ich mich eher in die Aktien reintraue. Auch wenn ich weiß, dass die wirtschaftliche Lage eventuell in den nächsten Monaten schwieriger wird. Aber eine Firma ist ja trotzdem noch irgendwo auf Zukunftssicht gut aufgestellt, auch wenn sie momentan ein bisschen bei den Geschäften leidet. Wie gesagt, mein Anlagehorizont ist auf Jahre ausgerichtet und daher sind mir jetzt kurz- und mittelfristige Schmerzen bzw. schmerzhafte Phasen auch ein bisschen egal. Alles im Detail zu meinen Handlungen zeige ich dann im Depot-Update-Video am Wochenende. Bis dahin hat sich der Markt auch bestimmt noch etwas verändert, sodass ich weiter meine Strategie vielleicht umsetzen kann. Ich fasse dann meine Handlungen am Wochenende auch zusammen. So, ich würde sagen, das war es jetzt endgültig. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Und wenn ich was vergessen habe, dann werde ich das am Wochenende nachholen. Seid weiterhin vorsichtig und mit Bedacht unterwegs und denkt dran, es kann vom aktuellen Kursniveau schnell in beide Richtungen gehen. So verhält sich halt die Börse in Krisenzeiten. Das war schon in der Vergangenheit so. Und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Das Einzige, was man momentan nicht weiß, ist, wie weit kann die Reise in die eine oder andere Richtung gehen und wie lange ist der Zeitpunkt, bis wir wieder alte Hoch sehen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und natürlich auch etwas geholfen. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann in den kriegerischen Zeiten ja mal schnell passieren, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Vor allem nicht das morgige Depot-Update-Video. Hier zeige ich dann wirklich alles dann im Detail. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!